Herr Bernhard, welches Portfolio hat GE auf den neuen Kongress 2022 mitgebracht? Wir haben einen Großteil unserer über 60 neuen Produktentwicklungen aus dem letzten Jahr dabei. Sehr viel im Bereich Softwareentwicklungen, Workflow-Verbesserungen. Haben auch ein bisschen Technologie dabei, aber der Hauptfokus ist im Bereich Workflow-Effizienten, künstliche Intelligenz und Vereinfachung der Arbeitsprozesse. Wo sehen Sie ganz konkret mit Beispielen die Vorteile für Radiologen? Wir hatten hier eine, in dem Sinne, Weltpremiere. Wir haben hier vom Stand am Röko von hier aus eine Befundung vorgenommen. Wir haben einen Remote-Scan gemacht, von hier zu einer Praxis 500 Meter von hier entfernt. Ich denke, heutzutage, die Radiologen haben drei Schwierigkeiten. Das ist Fachkräftemangel, Workflow-Verbesserungen und Digitalisierung. Diese Lösungen adressieren das, diese Herausforderung, mit weniger Leuten mehr leisten zu können. Also auch das Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit sehr wichtig als Unternehmen. Sie sehen es hier am Stand, sehr grün, sehr nachhaltig, den wir auch immer wieder, den Stand immer wieder brauchen. Beispielsweise unser neuestes Revolution Ascend, also unser CT, besteht 84% aus recycelbaren Bestandteilen. Das ist ein zentrales Thema. Wir wollen bis 2030 50% unserer Emissionen reduzieren, bis 2050 die Zero Emission Policy von GE durchziehen. Und was ist hier auf dem Stand relevant für insbesondere die IT-Leiter? Für die IT-Leiter ist dieser ganze Bereich Workflow-Optimierung extrem wichtig, extrem relevant. Wir haben auch den Bereich TruePacks, also auch die Lösung der Packsysteme on-premise oder in der Cloud anbieten zu können, um auch diese Serverlandschaften zu vereinfachen und diese Bereiche zu verbessern. Welche Perspektiven können wir von GE erwarten? Spannende Perspektiven, wir freuen uns sehr. Wir planen im ersten Quartal des nächsten Jahres eigenständiges Börsenunternehmen zu werden, ein Spin-off. Freuen uns sehr drauf, freuen uns nach vielen tollen Jahren bei unserer GE-Mutter selbstständig zu werden, für das und noch fokussierter für unsere Kunden da zu sein, noch mehr in neue Produkte, Prozesse, Digitalisierung investieren zu dürfen.